Jo Leute, was geht ab? Heute bin ich mal wieder, wie ihr sehen könnt, alleine am Start. Wartet. Und zwar mache ich heute mal ein Snapchat-FAQ. Ich habe schon vorhin so in meine Story gepostet, dass ihr mir Fragen stellen sollt, aber Videofragen sollten es eigentlich sein. Und da jetzt nicht so viele Videofragen kamen, nehme ich auch, also jetzt Fragen ohne Videos. Und ja, also ihr könnt mir auch auf Snapchat folgen, Cihanovic mit 2 O. Also, dann fangen wir an. Gern kommst mal nach Pforzheim und liebe Grüße aus Pforzheim. Falls du dich fragst, wo Pforzheim liegt, nähe Stuttgart. Ja, also es könnte mal bestimmt sein, dass ich vorbeikomme, aber jetzt, ich glaube nicht so gezielt, vielleicht mal durchfahre oder so, weil Stuttgart liegt ja bei uns in der Nähe. Also ja, es könnte schon mal sein, dass ich vorbeikomme, durchfahre oder so. Also ein Kumpel von mir, Endred, grüße ihn raus an dich, Bruder, er fragt, was denkst du, Real oder Bayern? Also es treffen ja jetzt in der Champions League Real gegen Bayern. Ich weiß nicht. Natürlich hoffe ich auf Real, Leute, aber ich habe da ein schlechtes Gefühl. Also, ich glaube, Real wird rausfliegen, aber trotzdem immer für Real bleiben. Dann. Kannst du mal ein Foto von deinem Vater zeigen? Ich habe gar kein Foto von meinem Vater. So, ja, und wenn, glaube ich, würde ich es auch nicht zeigen, weil der ist jetzt nicht so eingebaut in diese YouTube-Sache. Was sagst du, wer gewinnen wird? Mir sagen wir oder Hara Madrid in die Königlichen? Wie gesagt, auf jeden Fall Hala Madrid. Da seht ihr es, Leute, Hala Madrid für mein Real Madrid-Fan. Dann. Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht mal in die Schweiz kommt. In die Schweiz. Wir waren schon einmal in der Schweiz. Da haben wir uns mit jemandem getroffen, aber so, keine Ahnung, bestimmt mal vorbei. Wie gesagt, auch durchfahren. Aber ich glaube nicht, dass wir mal so gezielt in die Schweiz gehen, um Urlaub zu machen. Mal schauen. Meine Lieblingsserie, das ist How I Met Your Mother. Die ist ziemlich witzig, feiere ich eigentlich. Habe ich auch schon durchgeschaut und jetzt in letzter Zeit schaue ich keine Serien mehr. Also ja, hoffe How I Met Your Mother. Ist auf welche Schule gehst du? Ich bin jetzt auf einer Realschule. Ich war ja davor auf dem Gymnasium. Bin jetzt aber runter auf die Realschule und ja, also ich gehe in die Realschule. Ich wollte fragen, warum du keinen Kanal hast. Also Leute, die Geschichte mit dem Kanal, das Ding ist, ich will natürlich einen Kanal machen, aber ich weiß nicht. Das Problem ist halt, ich weiß nicht, was ich so bringen soll. So, schreibt mir, wenn ihr wollt, in die Kommentare, was ich so auf meinem Kanal bringen könnte. So Videoideen. So, ich will schon so Real Life machen, also ich will kein Gaming machen. Also ihr könnt in die Kommentare schreiben, was ich für Videos machen soll. Dann könnte ich mich inspirieren lassen. Hallo lieber Tian, ich bin die Laura und ich wollte mal fragen, wie alt du bist. Also, ich bin jetzt 15 Jahre alt, ich werde am 6. Juni 16. Eugene, Digga, meine Frage ist, Bale oder Ronaldo? Auf jeden Fall Ronaldo. Hast du schon Vorstellungen, wie du deinen Hund nennen wirst? Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber ich glaube, also uns allen hat der Name Yuki sehr gefallen. Ich wollte fragen, ob dir YouTube Spaß macht und wie alt du bist und wann du Geburtstag hast. Also ich bin wie gesagt 15 Jahre alt, werde am 6. Juni 16 und ob mir YouTube Spaß macht.
Ja, YouTube macht mir Spaß. Und dann wollte ich noch was sagen, weil ich bin in letzter Zeit nicht mehr so oft in den Videos dabei. Das hat viel damit zu tun, dass ich auch in letzter Zeit oft bei meinem Bruder war wegen der Katze und weil wir ins Fitness gehen, schon seit ein paar Wochen. Und ich weiß nicht, das Ding ist, Leute, ich bin jetzt schon fast 16, müsst ihr bedenken. Und ich habe halt jetzt auf Good Baby Millay sind eher so Spielzeugsachen. Da ist klar, dass ich nicht so oft dabei sein will, weil ich bin jetzt 16, das müsst ihr verstehen. Und auf Family Fun machen mir schon die Videos Spaß, aber ich bin auch so ein Mensch, der kann das seine Emotionen jetzt nicht so zeigen. Und ich will halt jetzt nicht immer bei Family Fun, bei solchen Videos, so was Brettspielen dabei sein. Bei so Spielen, die wir halt immer mit Robert und Mama spielen. Ja, also mir macht YouTube Spaß. Auf jeden Fall, aber nicht jetzt alle Videos machen mir Spaß, wie ihr es auch wahrscheinlich merkt. Aber ich werde mich ab jetzt ändern. Also ich versuche, meine Emotionen zu zeigen. Jan, ich bin Tamara und wollte mal fragen, welchen Hund ihr kriegt, ein Junge oder Mädchen. Und welche Schule ihr geht. Das ist mein Hund, Bobby, ein Rüde. Schöner Hund auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich gehe auf die Realschule. Und wir kaufen einen amerikanischen Akita Inu. Also ich könnte euch mal ein Bild zeigen. Natürlich, da gibt es von, also es wird ein Weibchen auf jeden Fall. Wir wollen ein Weibchen, weil Männchen sind meistens zu dominant. Und so ein amerikanischer Akita Inu sieht so aus. Wir wissen halt jetzt nicht, welche Farbkombination er bekommt. Er könnte auch ganz schwarz werden oder ganz weiß. Wissen wir noch nicht. Aber so, wie ich gerade gezeigt habe, wäre so mein Wunsch, wie unser Akita so aussehen sollte. Aber wenn er anders aussieht, ist auch nicht schlimm. Also. Hallo Gian, also meine Frage ist, hast du eigentlich eine Freundin? Also ich habe, für alle, die immer fragen, ich habe keine Freundin, Leute. Wer ist dein Lieblings-YouTuber und wie heißt er? Mein Lieblings-YouTuber ist auf jeden Fall Chaos Freak und Krabi. Warum möchtest du die Rasse Akita und nicht eine andere Rasse, zum Beispiel, keine Ahnung, Labrador oder... Warum genau Akita? Also mir ist es auf jeden Fall jetzt nicht so wichtig, welche Rasse. Auf jeden Fall will ich nicht so kleine Hunde. Robert wollte auf jeden Fall einen Amerikaner. Er wollte einen Akita Inu, den japanischen. Aber dann sind wir auf den amerikanischen gestoßen und ich fand den jetzt schöner als den japanischen. Also haben wir uns dann auf diesen amerikanischen geeignet, weil, keine Ahnung, das ist halt ein schöner Hund. Und Robert wollte auf jeden Fall unbedingt ein Akita. Aber uns hat halt der amerikanische besser gefallen. Also haben wir den amerikanischen genommen. Hi, meine Frage ist, was war euer bestes Familienerlebnis? Bestes Familienerlebnis? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Achso, wann bekommt ihr einen Hund? Ist kein Video. Also, wir bekommen unseren Hund ungefähr, schätze ich mal so, Ende Juni, Anfang Juli. Jan, ich wollte dich mal fragen, wie du eigentlich zu dem Thema Hunde stehst, wo sie ja in den anderen Ländern so schlimm behandelt werden. Was sagst du dazu? Martin, Grüße genau raus an dich. Also, wie ich zu Hunden stehe, ich liebe Hunde. Allgemein, ich liebe Tiere, deswegen, also es war auch eigentlich so meine Idee, den Hund zu kaufen. Ich habe Robert so lange genervt, bis wir endlich einen geholt haben. Und mich ärgert auch schon der Gedanke, dass wir bis, mein Handy spielt verrückt, ich bekomme immer noch Snaps von euch. Also mich ärgert immer noch der Gedanke, dass wir unseren Hund eigentlich erst Ende Juni bekommen, weil es eigentlich schon eine lange Zeit noch ist. Aber was macht man denn nicht alles für den Hund? Und wie ich zu den Hunden im Ausland stehe, ja, die tun mir halt extrem leid und das macht mich eigentlich auch aggressiv, wenn man sieht, was mit den Hunden geschieht, was sie mit den Hunden machen. Zum Beispiel habe ich letztens, das war sogar gestern oder vorgestern, da gibt es eine YouTube-Seite und die hilft halt Hunden auf der Straße, die holt sie raus und verletzten Hunden helfen sie immer und operieren sie, was nötig ist und danach vermitteln sie weiter. Und ich und Robert haben ein Video gemacht, was die Leute machen. Die schnüren den Hunden, also den Straßenhund, so ein Gummi um den Hals und irgendwann geht die Haut weg
das Fell weg und der Gummi wächst dann in die Haut irgendwie rein und der Kopf bläst sich dann auf und das ist einfach traurig, was Menschen eigentlich so für Gedanken haben. Ich verstehe gar nicht, was die Hunde ihnen tun. Das ist krank, also, und vor allem traurig. Da könnten dann schon manchmal die Tränen kommen, ne? Also Fantreffen in Bayern. Ja, Bayern ist groß. Wir haben schon eins in Augsburg, Gersthofen gemacht. Und bestimmt machen wir mal wieder eins in Bayern, weil wir wohnen ja auch in Bayern. Und ja. Okay, jetzt die allerletzte Frage. Wenn ihr auswandern würdet oder müsstet, wo würdet ihr dann verreisen? Ich weiß nicht, ich habe die Frage gerade nicht so richtig verstanden, aber ich glaube, wo würdet ihr hinreisen, wenn ihr die Chance oder so hättet? Das ist jetzt ganz komisch, weil letztens habe ich genau diese Frage Robert gestellt, wo er hinreisen würde. Und was heißt letztens, das war auch vorgestern oder gestern. Und er hat gesagt, nach Amerika, irgendwo in Amerika und ich... Wohin würde ich reisen? Ich glaube, auch Amerika so, weil Amerika ist eines der beliebtesten Länder und da gibt es Strand, da kannst du geil shoppen gehen, da gibt es alles in Amerika. In Amerika gibt es so gut wie alles, aber ich glaube, wir kommen da gar nicht rein so. Das war's dann mit dem Video, Leute. Danke, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Also es sind noch so viele offen. Das waren eigentlich viel zu viele. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ich auf meinem Kanal bringen könnte. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.